Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe bei Rossmann wieder was Neues entdeckt, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Ich habe es noch nicht ausprobiert, sonst gäbe es schon längst ein Video darüber. Ich wollte euch erstmal die Produkte zeigen und werde dann in den nächsten Wochen irgendwann mal die Produkte auch testen. So, wo fange ich an? Also das sind von Rossmann UV-Gele. Das sind Gele, die man in der UV-Lampe härtet. Und die Haltbarkeit soll bis zu 3 Wochen sein, was ich jetzt nicht schlecht finde. Das wollte ich deshalb auch mal unbedingt testen, weil ich habe ja auch Shellacke hier und die nutze ich ja zwischendurch auch mal sehr gerne. Und habe mich richtig gefreut, dass ich diese UV-Gele jetzt mal bei Rossmann entdeckt habe. Warum auch nicht? Die haben gute Nagellacke. Warum nicht auch gute UV-Lacke? Der Preis ist auch unschlagbar. Ein Fläschchen kostet 2,99 Euro. Es gibt 6 verschiedene Varianten, 4 davon habe ich mir gekauft. Ich habe mir einmal den Basecoat gekauft, dann 2 farbige Lacke und den Topcoat. Dann gibt es noch 2 andere Varianten, die habe ich mir jetzt aber nicht geholt, weil ich wollte die jetzt erstmal testen. Genau. Ich fange jetzt erstmal an und zwar möchte ich gerne einfach mal diese 2 farbigen Lacke swatchen. Und einfach mal einen ersten Eindruck davon bekommen, wie die Farben so deckend sind. Und da wollte ich euch halt mitnehmen. So, das ist der erste Lack, der heißt 01, genau. Der heißt 01 Snow White. Und der nächste Lack, der mit durfte, 02 Bright to Be. Dann gibt es noch 2 andere Varianten, die heißt Poppy und Zodiac Sign. Das war so ein Dunkelweinrot und ein roter Nagellack. Oder UV-Lack. Aber die habe ich jetzt erstmal da gelassen. Ich wollte jetzt erstmal gucken. Genau. So. Hier habe ich jetzt einen Tipp. Und swatche jetzt erstmal den weißen UV-Lack. Und bin wirklich gespannt. Man soll pro Schicht 60 Sekunden in einer UV-Lampe aushärten lassen. Und ja, probiere es jetzt einfach mal aus. Eine dünne Schicht. Ja, ich finde ihn eigentlich schon recht deckend. Und ich mache ganz dünn den Lack drauf. Und finde, das lässt sich wunderbar verteilen. Guckt mal, ich finde das schon recht deckend. So, und das kommt jetzt erstmal für 60 Sekunden in die UV-Lampe rein. Und mache das Fläschchen jetzt erstmal zu. Genau. Ich bin richtig gespannt, wenn ich das richtig austesten kann, wie die Haltbarkeit ist, weil Rossmann verspricht ja bis zu 3 Wochen. Dann hoffe ich ja zumindest dann mal vielleicht die Hälfte, anderthalb. Man weiß ja nicht ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann mit DM, diese UV-Lacke, weil die waren ja ein totaler Reinfall. Aber die... Die haben sich von Anfang an schon ganz anders verhalten, auch vom Auftrag. Und da bin ich jetzt auf jeden Fall schon begeistert. Also da kann ich jetzt doch nichts Negatives sagen. So sieht es jetzt aus. Also ich finde schon, dass das recht deckend ist. Wobei, damit es richtig schöner aussieht und streifenfrei, würde ich auf jeden Fall noch eine Schicht machen. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich werde jetzt noch eine dünne Schicht auftragen und dann nochmal für 60 Sekunden aushärten lassen. So. Und nochmal in die Lampe. Dann zeige ich euch auch gleich schon mal die Konsistenz von dem Base- und Topcoat. Hier steht auch ein Haltbarkeitsdatum drauf. Also der Basecoat bis Februar 25. Die Lacke auch. Ja. Und der Topcoat sogar bis August 24. So sieht der Lack jetzt aus. Ich finde ihn eigentlich ganz schön und richtig deckend. Also ich finde, das ist ein sehr tolles Weiß. So, jetzt werde ich mal das hier draufkleben, damit ich direkt weiß, was für ein Lack das ist. Das mache ich mit all meinen
Schellacken. So. Und was ich auf jeden Fall machen werde, ist den Tipp einmal abcleanern, weil da ist auf jeden Fall eine Schwitzschicht drauf. Ich habe jetzt kurz gewartet, bis das etwas abgekühlt ist. Und jetzt cleaner ich einmal drüber. So. Genau, so sieht es jetzt aus. Und jetzt mache ich auch das gleiche nochmal mit der zweiten Farbe, die ich besorgt habe. Und das war jetzt hier dieser. Das ist so ein roséfarbener. Bestimmt ist das nicht deckend. Gucken wir mal. Oh, aber eine sehr schöne Farbe. Wow, die gefällt mir richtig gut. Ja, wie ich schon dachte, das ist eher was so für, vielleicht für French-Nägel. Das erkennt man eigentlich auch fast kaum. Nur so ein bisschen. Wieder 60 Sekunden in die Lampe. Das drehe ich immer wieder mal zu. Nicht, dass das versehentlich aushärtet. Das ist die erste Schicht. Also es ist leicht roséfarben. Mache aber noch eine Schicht drauf. Genauso wie bei der ersten Farbe gerade. Ja, bei der zweiten Schicht wird das doch etwas, die Farbintensität doch etwas besser. Schön dünn. Und ab in die Lampe. In der Zwischenzeit nehme ich mal einen Schluck von meinem leckeren Kaffee. Weil das war jetzt eigentlich ganz spontan, das Video. Weil ich habe hier noch so viel liegen, was ich abdrehen wollte. Und irgendwann muss man ja mal anfangen. Weil sonst wird das immer mehr und dann komme ich gar nicht mehr dazu. Da klebe ich direkt wieder den Namen drauf. Also die Farbe gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Die kann man auch drauf machen, wenn man nicht so einen auffälligen Lack drauf haben möchte. Eher was Schlichteres. Oder wie gesagt für French. Das werde ich dann auch nochmal eben abcleanern. So, mal kurz warten. Passt sehr gut zu meiner Unterlage. So, einmal abcleanern. Also normalerweise ist das so, dass ich bei meinen Tipps, dass ich das eigentlich immer von unten lackiere, damit ich da nicht noch einen Topcoat drauf machen muss. Weil das ja dann die Seite oben glänzt. Aber ich habe es jetzt von oben lackiert. Vielleicht sollte ich dann nochmal den Topcoat einmal verwenden. Und gucken wir mal. Auf jeden Fall sieht jetzt so die Farbe aus. Also ich finde die richtig schick. Die sieht toll aus. Wird so ungefähr auf den Nagel aussehen. Und so wunderschön. Und dann im French Design. Das sieht bestimmt richtig toll aus. Die Nägel schön dann weiß gemacht. Richtig toll. Ich bin mal gespannt. So, jetzt wollte ich euch aber noch die Konsistenz zeigen von dem Base und von dem Topcoat. Ich zeige euch jetzt einmal die Base. Also nicht ganz so flüssig. Ihr seht das ja. Kann ich das so? Ja, so. Also ich würde sagen, das kann man sehr, sehr gut verteilen auf dem Nagel. Da freue ich mich schon drauf. So, und das ist der Topcoat. Ja, hat eigentlich die gleiche Konsistenz. Oder ist das flüssiger? Auch das ist doch, das ist etwas flüssiger, merke ich gerade. Flüssiger als der Base Coat. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Das kommt aber erst in den nächsten Tagen oder Wochen, wie auch immer, wann ich es schaffe. Ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, was es jetzt neu hier UV-Gel-mäßig bei Rossmann zu kaufen gibt. Auf den ersten Blick bin ich auf jeden Fall begeistert. Man weiß aber nicht, wie wirklich die Haltbarkeit ist. Das muss ich halt noch austesten. Und freue mich, wenn du beim nächsten Video auch wieder dabei bist. Und ich sage jetzt einfach mal, hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Tschüss!